Hallo und hier sind wir wieder, die Wisdom Factory auf Deutsch und wir sprechen für das Integrale Forum als Online-Salon, aber auch für uns, denn Ramona Becker, sie hat was ganz Besonderes anzubieten und ein bisschen was sieht er ja schon da hinten. Das ist nicht kein Virtual Background, das ist ein wirklicher Background und wir wollen genau darüber sprechen, das heißt Origami, die japanische Papierfaltkunst. Und ich kenne Ramona jetzt seit ein paar Monaten. Sie kommt in das integrale Frauenfeld und dann sprechen wir immer und dann ist sie immer am Falten. Und irgendwann sagten wir mal, was ist das eigentlich? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Und dann zeigte sie uns die Sachen. Und es ist wunderbar. Ich habe noch nie was vorher davon gehört. Na, als Kinder hat man natürlich gefaltet, nicht? So Schiffchen und solche Sachen auf Flugzeuge, aber das ist ja was völlig was anderes. Und einmal hast du uns das gezeigt, wie das dann auch aufgebaut ist und zusammenhängt. Und ich fand, das ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Denn das ist auch ein Weg. So, und bevor wir darüber sprechen, red doch einfach ein bisschen über dich. Du faltest ja nicht den gesamten Tag, sondern machst manchmal auch noch was anderes. Und sag einfach, was dir am Herzen liegt, was du gerne die Leute über dich wissen lassen möchtest. Ja, dankeschön und von mir auch ein herzliches Willkommen. Was gibt es zu mir zu sagen? Vielleicht so ein bisschen was so zu meinem Background, was ich so für Kompetenzen habe. Ich habe mein Leben angefangen nach der Schule als Elektromechanikerin und habe dann die nächste Lehre gemacht als Bankkauffrau und habe dann gewechselt und eigentlich war mein Herz immer die Kunst und wie das so ist, als junger Mensch hört man auf die Eltern und macht was Anständiges. Ja, also wir sind zwei Mädchen, das heißt, mein Vater hätte gern, also bin ich Elektromechanikerin geworden und dann durfte ich dann so einen Frauenberuf machen, also Bankkauffrau, habe dann ein Abendstudium gemacht und ja, irgendwie war es das noch nicht und dann habe ich eine Ausbildung zur Ikebana-Meisterin gemacht. Das ist die japanische Blumensteckkunst. In unserer Sprache ist es halt die Kunst. Es geht halt um das schöne Blumenarrangement. Wie sagt Richard David Precht immer, das ist das Messbare der Welt, aber nicht die Welt. Und das ist genau der Punkt. Das habe ich zu dem Zeitpunkt, als ich anfing, nicht gewusst, aber ziemlich schnell kam ich halt drauf. Es geht eben nicht um die Blume, um die geht es halt auch. Das, also Technik muss man können, ja. Ein Chirurg muss auch schneiden können. Aber es geht um das dahinter. Dahinter ist ein Riesenuniversum, eine Riesenphilosophie und es geht um den Weg. Ich sage heute immer charmant, die egal welche japanische Kunst, es sind nur in Anführungszeichen Krücken der Persönlichkeitsentwicklung. Sie helfen mir auf eine schöne Art und Weise, mich zu entwickeln und an welchem Beispiel ich das mache, ist eigentlich egal. Und aus heutiger Perspektive kann ich sagen, wir können auch stricken, wir können auch putzen. Ich schneide mittlerweile meditativ mein Gemüse, nicht wenn ich gerade 20 Gäste habe, aber wenn ich immer wieder für mich, und das ist eigentlich, worum es geht, das in den Alltag einzubauen. Und dein ja. Alltag, wie sieht der aus? Wie sieht mein Alltag aus? Ganz gemischt. Also ich habe dann noch eine Zertifizierung zur Projektmanagerin gemacht bei der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Habe eben die Kunstausbildung, die kaufmännische Ausbildung. Bin halt einfach vielseitig einsetzbar, brauche auch die Vielseitigkeit und ja, ich wechsle alle sozialen Schichten als auch die Themen. Also ich bin in der autistischen Selbsthilfegruppe für die Krankenkasse aktiv gewesen, und mach da immer noch mal, weil die mich ansprechen, kannst du mal bitte, und da ist auch alles, vom Hartz-IV-Empfänger, weil die ja teilweise als schwerbehindert gelten, bis hochintelligente Menschen sind da ja drin, ja, also das ist ja ganz gemischt. Und
ja, also das ist von bis, was ich mich da bewege, in verschiedensten Projekten. Time Machine habe ich mich engagiert in diesem EU-Projekt zur Digitalisierung der europäischen Geschichte. Also das kann bei mir sozusagen von einem Termin auf den anderen extrem wechseln, von allem. Das ist aber das, was mir auch Spaß macht, was ich brauche. Also ich verbinde Themen und Welten. Also Welten im Sinne von Bereichen, als auch Welten von sozialen Welten. Ja? Also da habe ich auch ein Veranstaltungsformat, wo sich diese verschiedensten Leute treffen können. Also wo ich auch schon Vorstände und Geschäftsführer von großen Firmen hatte. Und dann auch der kleine Busfahrer anwesend war. Also das versuche ich halt zusammenzubringen. Ja, aber wir wollen ja heute sozusagen zu Origami kommen. Ja, aber ich wollte nur das rausbringen nochmal, weil es ist ja nicht nur, dass du jetzt den ganzen Tag da sitzt so und strickst oder so, ne? Sondern du bist da viel, viel weiter aufgestellt. Und wir sind ja auch im integralen Forum und da gehört ja dazu, dass man nicht nur so eine Sicht hat, sondern ein bisschen mehr von der Welt lernt und sieht und versteht und das zusammenbringt. Und dann, wie ich das verstehe, bist du eben auch eine Kommunikatorin, ne? Die also Menschen, eine Verbinderin, die Menschen zusammenbringt. Und dein Beitrag bei uns immer in den nicht öffentlichen Meetings, den finde ich immer ganz toll. Da es kommt immer auch ganz klein ein bisschen was anderes, eine persönliche Note hier rein. Und ich denke, das hat auch was zu tun, weil du eben ein ganz klein bisschen was anderes auch tust, als so die normalen Leute tun. Selbst im persönlichen Entwicklungsbereich, nicht? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man dafür Papier falten könnte. Und wie bist du da drauf gekommen und wie ist das, hat sich das dann entwickelt? Ich habe schon gerne als Kind Kunst gemacht. Dann, wie gesagt, habe ich auf meine Eltern gehört, was Anständiges gelernt. Und nach diesem trockenen BWL-Abendstudium, also 100% Job mit Überstunden und also ich habe halt ein Vierteljahrhundert in der Bank gearbeitet, vom Azubi bis zur Stabsabteilung Unternehmensentwicklung. Und ich brauchte, jetzt habe ich gemerkt, meine Seele braucht wieder Kunst und Erde und so. Und da habe ich mich informiert und fand Ikebana schon immer schön, das Japanische. Und hatte mich aber, damals war das noch nicht festgelegt, sondern habe auch geguckt, Floristen. Also in dem Moment war mir das damals noch relativ egal. Ich musste halt was Künstlerisches auf der einen Seite und was mit der Natur auf der anderen Seite und mit den Händen machen. Das waren so die drei Punkte, weil in der Bank und im BWL-Studium habe ich nur da oben meine graue Masse bewegt, aber ansonsten und auch nur auf der einen Gehirnhälfte. Und da habe ich gemerkt, oh Gott, ich bin verhungert. Ja, also. Und dann habe ich mich halt erkundigt. Und eine Floristenausbildung habe ich gleich als Antwort mitbekommen, den Antrag auf Sozialleistungen, weil das im Prinzip ganz häufig Weiterbildungen halt sind, die halt ganztags gehen. Und das ging halt für mich nicht. Ich kann nicht ein Jahr eine Ausbildung machen von 9 to 5. Ich wollte ja in der Bank weiterarbeiten. Ja? Ich wollte das halt auch machen. Und dann habe ich, und Ikebana hat mir sowieso gefallen. Und dann habe ich geguckt und Ikebana konnte man halt im Privatunterricht machen, also abends. Und statt 3 Tage Uni-Abende, weil ich habe immer noch keinen Fernseher, ja, also das habe ich noch nicht geschafft, weil ich habe noch keinen Fernsehanbieter gefunden, der mir die Zeit dazu gibt, dieses Gerät zu benutzen. Sie gucken mich dann immer alle mit großen Augen an, wenn ich sage, und wer gibt mir die Zeit für dieses Gerät? Und dann sind sie sprachlos und dann werde ich in Ruhe gelassen. Und dann bin ich eben statt 3 Tage Uni abends 3 Tage ins Ikebana-Studio. Und dann gibt es halt diverse weitere japanische Veranstaltungen, Japan-Festival, wo man mehrere japanische Künste sieht. Wir haben ja, dann gibt es die Deutsch-Japanische Gesellschaft, die versucht, alles abzudecken in verschiedensten Themen. Und so bin ich dann mit diversen anderen Sachen in Kontakt gekommen. Also ich liebe sehr im Ikebana den Bambus. Und als erstes habe ich dann angefangen, den Bambus zu malen, also korrekterweise zu tuschen. Ja? Also die japanische Tuschtechnik, Tuschmalerei.
Das war so das Erste. Und das Falten hat sich und die Arbeit mit Papier hat sich dann auch so parallel so entwickelt. Weil Origami wird halt auch gerne auf diesen Veranstaltungen genommen, weil das halt was Einfaches ist, was man mitmachen kann. Und dann habe ich einfach mitgemacht. Und für mich habe ich dann entdeckt, also Ikebana kann man irgendwie schlecht verschenken, weil die Technik dahinter der Kennzahn ist sehr teuer. Wenn das derjenige nicht benutzen kann, ist es ja schade um das Geld. Ich habe teure Keramiken. Also das ist fast nicht zu verschenken. Und dann habe ich eben auch noch etwas gesucht nach was Persönlichem. Und dann bin ich halt auf sozusagen dieses einfache Papier gekommen. Und habe jahrelang nur diesen Stern gefaltet. Ja, und den hast du uns gezeigt, wie der ineinander sich steckt. Da ist kein Kleber dazwischen, nicht? Das ist genau. Das sind hier so Teile, also 30 an der Zahl, die dann nur gesteckt werden. Ich habe mal ein paar vorbereitet. Also dann mache ich sie wieder etwas auseinander, stecke sie zusammen, 3 Stück, und dann habe ich bei 3 Stück eine Spitze. Oh wow, ja. Mhm. Ich weiß nicht, das ist meine Finger fast größer als das Papier. Ja, ja. Das ist halt... ich habe auch noch die Mega-Variante, bereite ich gerade für eine Ausstellung vor. Das ist also auch nur ein Teil. Wie man sieht, das wird ein Stern, der ist so ein bisschen kleiner nachher als ein Kubikmeter. Wow. Damit man mal eine Vorstellung bekommt, die Größenunterschiede. Und dass die so in sich selber halten, das ist ja irre. Da musst du enorm präzise sein, nicht in der Faltung. Das wirst du automatisch, wenn man das eben nicht nur auf so einer Veranstaltung mal schnell so ein Frosch, so eine Blüte und was man da so als effektvolle Sachen, einfache Sachen machen kann, mitmachst, sondern wenn du es tust. Ja, also du hast ja erst unbewusstes Nichtwissen, dann weißt du, dass du etwas nicht kannst, und dann die wichtigste Phase ist die Übungsphase, und nach der Übungsphase, ich nenne es für mich immer Automatismus, weil ich kann ja mit euch reden, machen, tun. Also ich mache den Stern nicht sozusagen, also davon mache ich mich frei, nicht einen Stern, sondern ich entweder mache ich in der Zoom-Meeting nur die Teile falten oder ich stecke nur. Also ich nehme mir nur einen Prozess raus und lasse dann den Automatismus laufen, während wir dann reden. Mhm. Ich mache nicht beides, weil das ist wieder ein Wechsel. Das sind dann wieder andere Gehirnareale, die ich bräuchte. Ja. Und das mache ich. Das funktioniert dann nicht ganz so gut. Dann müsste ich mich zu sehr konzentrieren und könnte nicht mehr, weil wir sind ja nicht multitaskingfähig. Das geht ja nur, diese Zweigleisigkeit, die scheinbare Multitaskingfähigkeit funktioniert ja nur, weil es halt quasi wie Atmen und Verdauung ist. Das ist so ein hoher Automatismus bei mir, dass ich da nicht überlege. Und das ist total lustig, auch gestern Abend wieder. Ich habe schon mal Weihnachten vorbereitet, habe Weihnachtsbäume, als wir gestern Abend unser Meeting hatten, gefaltet. Und ab und zu denke ich, was ist denn das? Habe ich einen Teil für einen Stern gefaltet. Weil der ist, das ist für mich das Tief, das ist das am meisten, das mache ich seit 20 Jahren, diesen Stern falten als Geschenk. Sozusagen erst immer zur Weihnachtszeit, dann haben mir die Leute gespiegelt, das ist ja kein Weihnachtsstern, das ist ja Origami, den haben sie immer bei sich auf dem Schreibtisch, und dann habe ich angefangen, quasi das ganze Jahr als was Besonderes, wenn ich irgendwo unterwegs bin, und was ja zu schenken. Also, und dadurch, und irgendwann kam man nach, mit ich 12, 13 Jahren, kam dann mal so ein Effekt, dass ich so dachte, was denn jetzt passiert? Dass ich verstanden habe, das ist Meditation, das ist das, worüber die ganze Zeit reden, was die Leute erreichen wollen, mit Meditation. Und und außerdem ist es auch eine Kunst, denn was du beschrieben hast, dass erstmal nicht wissen, dass man es nicht kann, und dann anfängt und merkt, man kann es nicht, und dann die Übungsphase und dann so weit kommt, dass man merkt, man kann es, und dann kann man es loslassen, und dass es dann von selber geht, das ist eigentlich eine Beschreibung von jeder Art von Kunst, nicht?
von wirklicher Kunst. Also ich würde auch sagen von Musik zum Beispiel, nicht? Und du denkst am Anfang hin und wieder, denkst du, oh, jetzt kann ich schon. Nee, von wegen, da musst du erst üben. Und bis du dann so weit kommst, dass du nicht mehr ständig kontrollieren musst und gucken musst und oder je nachdem, was du halt machst, an deine, zum Beispiel, die, wenn ich Klavierspieler sehe, ne, wenn die da über die Tasten rauschen, die können ja überhaupt nicht drüber nachdenken. Das ist irgendwo in dem motorischen Gedächtnis drin und das braucht halt seine Zeit. Und insofern ja. Ist es wirklich Kunst. Und hast du deine 20.000 oder 10.000 Stunden mit Sicherheit schon abgefaltet? Ja. Aber auch nur, weil ich es sozusagen, also ich setze mich manchmal explizit in die Ecke. Also A, wenn ich jetzt sozusagen was brauche zum Verschenken, aber auch explizit, seit ich weiß, das mit der Meditation verstanden habe, explizit in die Ecke, wenn ich Gespräche vorbereite, wenn ich über was nachdenken muss, dann setze ich mich nicht einfach nur hin. Also ich gehe auch mal in die Sauna und spazieren und diese Sachen, aber eben auch, nehme mir einen Batzen Papier, setze mich in meine Leseecke und mach einfach und mach mich frei und dann kommt was. Ich habe überall Dosen mit Stiften und Papier rumzuliegen und dann werden die Gedanken aufgeschrieben. Also da lasse ich einfach das arbeiten. Das sagt ja auch Vera Birkenbiel, dieses unbewusste Lernen, indem man was tut, ist viel besser. Und man sagt ja auch bei Kindern, sie sollen krabbeln, damit sie nachher gut in der Schule sind, ja, und Mathe lernen. Oder sie sollen Musikinstrumente lernen, damit sie besser in Mathe sind, weil Musik und Mathematik ist quasi eins, ja. Und ja, das mache ich. Und ich habe mich gerade auch mit dem Manager unterhalten, der Deutschen Flugsicherung. Und der hat gesagt, es ist ganz schön schwierig, diese Elektronik, diese Meetings, was wir jetzt hier ja auch gerade machen, wenn man jetzt zuhört. Wir beide sind ja jetzt aktiv, ja? Wir müssen uns ja aufeinander beziehen und zuhören. Aber in Meetings ist es ja im Zweifelsfall so, sagt der Mitarbeiter eine Stunde lang nichts und braucht die Aufmerksamkeit. Und muss trotzdem verstehen und braucht das Wissen, was da ist oder braucht vielleicht 5% nur, aber muss halt die ganze Zeit anwesend sein, weil er ja nicht weiß, wann sind die 5%, die er wirklich braucht für seine Arbeit, damit nichts passiert. Und da, also es gibt, man kann eben nicht ohne weiteres, ja, man kann natürlich jetzt hier nebenbei Mail schreiben, machen, tun, aber da wir nicht wirklich multitaskingfähig sind, geht mir dann was verloren. Aber manche zeichnen ja, das kennen wir ja, skizzieren so ein bisschen. Und ja, also ich habe gesagt, das Falten hilft mir. Da ich das ja kann und mache, also ich merke, dadurch kann ich auch 3 Zoom-Meetings hintereinander machen, was ich dann eben schwer kann, mitschreiben noch. Also das ist dann meine eigenen Notizen machen zum Meeting oder ich muss dann halt kurz aufhören, also weil Stift und Zettel liegen ja hier. Aber von der Konzentration ist das also für mich ein sehr probates Mittel. Probiert es einfach aus, ob es für euch auch passt. Aber der Effekt, also dreimal etwas falten, reicht nicht ganz. Also ihr kennt ja vielleicht alle diese Legende, dass man sich was wünschen kann, wenn man 1000 Kraniche gefaltet hat. Und dann gibt es ja dazu auch eine sehr berühmte Geschichte noch, auch in Wikipedia von einem japanischen Mädchen in Hiroshima, was dann Leukämie hatte, das gefunden hatte und dann anfing, Kraniche zu falten, weil sie gesund werden wollte. Und hat es dann nicht geschafft, hat dann ein paar hundert gefaltet mit Freunden und alles und da gibt es dann auch riese Bronzenstatuen und alles, ja, und worum geht's eigentlich? Es ist genau das, dass ich eben bei 1000 Kranichen vom Lernen sozusagen bei 1000 kann ich es dann einfach und dann komme ich einfach in die Meditationsphase und in die Reflexionsphase und dann ist es eben keine Wunderheilung, die dann passiert, sondern dadurch, dass ich reflektiere, werden mir ein paar Sachen klar. Und dann kommt halt der nächste Schritt. Dafür bin ich froh, dass ich Projektmanagerin bin, weil man kann das, der Weg heißt ja, also Do im Japanischen, aber man kann es ja auch Englisch Du lesen, machen. Ja? Und nur wenn ich den Schritt, den Weg gehe, Schritt für Schritt mache, dann komme ich zum Ziel. Das heißt, die große Aufgabe nach der Reflexion, die ich bei der Meditation ja dann habe, ist, es umzusetzen. Salopp formulieren wir das ja auch immer, das Projekt auf die Schiene zu bringen. Das heißt, die Rahmenbedingungen so zu verändern,
dass Heilung passieren kann. Also im Zweifelsfall sich vom, ja, den Job an Haken hängen, weil er mir nicht gut tut, oder sich von dem Partner trennen, von der Freundschaft trennen, weil es nicht gut tut, oder die Wohnung wechseln, weil das Wohnviertel nicht gut ist, und diesen Mut zu haben, das zu tun, auch wenn man jetzt denkt, die Bedingungen sind jetzt nicht optimal. Ja? Und das führt dann häufig zu den sogenannten Wunderheilungen, die natürlich letztendlich keine Wunderheilungen sind, sondern ich schaffe den Rahmen, um dahin zu kommen, zu dem, was ich brauche. Ja, die Dinge in Balance zu bringen auch. Ne? Und das ist aktiv und passiv gleichzeitig, ne? Einerseits. Ich habe mich gerade gefragt, ist das so eine Art Flow-Zustand, in dem du dann... Denn wenn du sagst reflektieren, da denkt man ja gleich wieder an Denken. Du meinst ja nicht Denken. Du meinst ja irgendwas anderes. Kannst du das ein bisschen besser beschreiben? Na, je nachdem wann, wie, habe ich alles mal. Also ich habe den klassischen Flow-Zustand. Dann auch, wenn ich für eine Veranstaltung oder für eine Ausstellung was mache. Also im Hintergrund seht ihr gerade von meiner aktuellen Ausstellung die Beispiele. Die aktuelle Ausstellung heißt Neptun und Undine, bezieht sich, ist also so drei Ausstellungen, die zusammengehören und beziehen sich auf 100 Jahre Eingemeindung Groß-Berlin und rankt sich alles um das Sprichwort bis in die Puppen. Das ist für mich ein Wortspiel, weil wir es heute ja benutzen als zeitliches Sprichwort. Das ist es historisch aber überhaupt nicht, sondern historisch ist es ein Distanzsprichwort, kommt aus Berlin. Ja, wenn die Damen und Herren des Berliner Schlosses Langeweile hatten, fuhren sie aus bis in die Puppen und fuhren dann die unter den Linden lang durch das Stadttor, das Brandenburger Tor. Da war Schluss und dahinter war die Wildnis, heute das grüne Herz der Stadt, unser Tiergarten. Und dann fuhr man halt die Straße des 17. Juni lang, das war ja die Verbindung zum Charlottenburger Schloss. Das gab es ja trotzdem, aber das war weit, weit weg, am Ende der Welt sozusagen. Und der große Stern existiert schon relativ lange und da waren Statuen. Und das nannte man salopp die Puppen. Ah, ja, das wusste ich auch nicht. Und damit habe ich jetzt sozusagen als Ausstellungstitel gespielt, habe drei Ausstellungen dran gebaut, verschiedene Aspekte beleuchtet, einmal den gemeinsam mit dem Fotografen, der hat sozusagen den Weg fotografiert vom Schloss oder heutzutage vom Alex zum Tor bei Nacht, weil wir in einem Bettenhaus ausgestellt haben und genau, und dann habe ich so die verschiedensten Sachen und jetzt ist der Wasseraspekt, weil Berlin ist ja, hat ja mehr Brücken als Venedig. Berlin ist an zwei Flüssen, das sind ja, also die großen Städte haben ja alle irgendwie Wasser, aber wir haben sogar zweimal Wasser. Und ja, und jetzt habe ich Fische gefaltet und eine geometrische Figur, im Prinzip eine doppelte Dreieckspyramide, das Grüne. Mhm. Und das sind beides relativ einfache Origami-Sachen. Und in der Ausstellung, also hier ist jeweils bloß exemplarisch was zu sehen. In der Ausstellung habe ich, also für die Ausstellung habe ich 3000 dieser Fische gefaltet und aufgefädelt und 1000 Tropfen. Und dann für den zweiten Raum 1000 Kraniche, weil das muss ja sein. Also ich habe sie dann nicht alle hängen können, das passte dann nicht ganz, aber erstmal vorbereitet. Und dann bin ich genau immer wieder, dann kommt man, also je nachdem, die mache ich ja nicht an einem Tag, das funktioniert ja nicht, dann komme ich durchaus in den Flow, weil ich mich dann freue, dass ich jetzt fertig bin und dass das so flutscht, dass ich jetzt einen Weg gefunden habe, weil Fische hatte ich vorher auch nicht gefaltet und diese Tropfen, also für mich waren es dann Wassertropfen für die Ausstellung, letztendlich, wie gesagt, eine Original ist eine geometrische Figur und dann auch, wie fädle ich die auf, wie mache ich das, das heißt, da war ich dann froh, dass ich eine handwerkliche Ausbildung habe. Dann war ich froh, dass ich sozusagen das alles planen konnte, weil das so, wie mache ich das? Da war ich dann froh, dass ich auch zeitlich alles schaffe und alles organisiert bekomme. Da war ich dann froh, dass ich Projektmanagerin bin. Und so habe ich die verschiedensten Persönlichkeitsanteile, ja, je nachdem, wo ich gerade war, an welchem Punkt der Ausstellung, ja, das auch das ganze Marketing. Also das spielt ganz
viel rein. Also ich habe gedacht, ja, wenn das jetzt eine Schulklasse gemacht hätte, was die da alles lernen können. Ja? Also Origami ist letztendlich pure Mathematik, ja, das Falten, also oder Geometrie, um genauer zu sein. Ja, also dieser Stern, den wir hier hatten, wenn man die Spitzen wegmachen würde, ja, das ist eine Pyramide, klar, Dreieckspyramide, dann dieser Innenkörper ist ein Isokaeder, einer der fünf platonischen Körper. Ja? Also ganz viel Mathematik, Philosophie drinne und also eine ganz spannende Sache. Und was ich hier interessant fand bei meiner Ausstellung, also wie gesagt, Ikebana-Meisterin von der Ästhetik gelernt und die Ausstellung, ich sage immer, ich konnte die Ausstellung nur machen aufgrund meiner Ausbildung, also letztendlich nicht nur der Ikebana-Ausbildung, sondern natürlich die Ganzheit, die ich verkörpere, aber es ist kein Ikebana zu sehen. Ah, okay. Aber ohne diese ganzen ästhetischen und diese ganzen Hintergrundsachen. Und ich habe es dann dargestellt mit einfachsten Origami-Figuren eben, ja. Aber diese Komposition, die dahinter ist, die ich ja brauche für die Ästhetik, die sozusagen ist halt sichtbar mit ganz einfachen Origami-Objekten. Ja? Also ich kann dazu auch mal so als Kontrast ganz komplexe zeigen. Die habe ich aber vom Kollegen, die habe ich gar nicht selber gemacht, aber wenn man mal sieht, was geht. Also hoch sozusagen, ja, also hier so ein Elefanten. Wow. Also, oder ja, so ein Meer. Und das ist jetzt, da braucht man zum Beispiel bei diesen Sachen hier nicht so hundertprozentig akkurat sein. Die müssen nachher sozusagen Proportionen stimmen und die Gesamtform ist da wichtiger. Bei den geometrischen Sachen, wie ich sie habe, also sowohl Sternen als auch hier Fische und das, muss ich relativ genau sein. Ja, also da gibt es ganz verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also diese Tropfen, ja, also diese Fische kann man zum Beispiel auch sehr gut mit Kindern machen. Der Stern wird schon schwieriger, ja. Da habe ich ganz häufig, ich wurde ja auch schon oft angefragt, dann auf so Weihnachtsmärkten oder so Veranstaltungen von Kulturvereinen und sowas dann mal zu zeigen, ob ich nicht machen kann. Und da habe ich ganz viele Frauen erlebt, die mir dann gesagt haben, sie haben Riesentüte mit diesen Teilen für diesen Stern, aber sie kriegen den Stern nicht zusammen. Und Hintergrund, ganz logisch, so ein bisschen, um diesen Stern zusammenzustecken, brauche ich die männliche Kompetenz des räumlichen Sehens. Und wenn ich das nicht habe, das ist eben bei uns Frauen etwas schwächer ausgeprägt, das sehe ich an meiner Mutter, wenn ich die einmal im Kreis drehe, dann weiß die nicht mehr, wo die ist, dann ist die lost, ja, gerade hier in Berlin in der Stadt, dann weiß die nicht mehr, dann muss ich aufpassen, dann muss ich meine Mutter suchen. Und damit hängt das letztendlich zusammen, ja, weil wir Frauen haben gesammelt, wir waren evolutionär an unserem Dorf, wir haben uns nicht weit weg bewegt, deswegen ist das bei uns nicht so ausgeprägt und die Männer mussten jagen und die sind ja weite Strecken den Tieren hinterher, die mussten das ganz anders abschätzen, ja, und auch das Drehen im Kopf und alles. Also ich habe dann hier auch so Physiker, die mir zugucken, die das dann ein, zwei Fix nachmachen und Frauen brechen sich quasi die Finger, ja. Ja, das also, und das finde ich ja irre, dass das, dass man das ja auf evolutionsbiologischen Gründen ja, zurückführen kann, ja. Und es ist auch, wir sind ja nur eine Frauengruppe, das ist auch ein Thema, ne? Der Unterschied zwischen Männern und Frauen, der eben offenbar da ist, der wahrscheinlich immer kleiner werden kann mit Training und mit allen möglichen. Wir können ja jederzeit was trainieren, was wir nicht so gut können, aber dass eben die Grundvoraussetzungen sagen wir mal, natürlicherweise durch Jahrtausende oder Jahrmillionen oder so angelegt waren. Das finde ich jetzt ganz spannend, dass du das sagst. Ja. Und ich habe es auch festgestellt, also ich kann mich gut orientieren in der Landschaft, mehr oder weniger, ich weiß, wo ich hingehen muss oder mit dem Auto fahren und so. Aber räumliches Vorstellungsvermögen, wie das dann aussieht. Ja. Mein erster Mann, der war Architekt, der konnte sich das alles vorstellen und ich
habe ich versucht, das mal hinzumalen und das ging auch überhaupt nicht. Ja? Also, ich muss es sehen, also in, wie sagt man, de facto sehen, aber richtig mir vorstellen, wie das dann wo aussieht. Wenn ich es probiere, merke ich dann anschließend, das ist immer falsch. Ja, das ist interessant. Und das kann man damit auch üben? Nicht so. Ich denke schon. Ich denke schon. Und das ist, finde ich, auch eine schöne Arbeit. Also wenn man das, also es ist jetzt ganz eine interessante Situation für mich gerade. Meine beste Schulfreundin lernt jetzt gerade ihren zweiten Beruf. Ja, also wir sind ja auch nicht mehr taufrisch und lernt jetzt Kindergärtnerin oder das heißt ja ist immer so ein langer Titel, wie auch immer das ganz korrekt heißt. Ja, also wir sagen jetzt mal Kindergärtnerin. Und dann habe ich kennengelernt einen Laborleiter einer Universität, das Mechatronik-Labor. Ja, und das sind beide, ist also, die beide total begeistert sind. Und der, ja, die Uni sagt halt, wenn die Kinder mit dir schon Origami machen, ja, wenn du den Pädagogen das dann schon beibringst, den Erziehern, dass die das machen, dann hätte ich in meinem Labor nicht nur 3 Studenten, die hier mit Leidenschaft kommen und spielen und machen, sondern dann hätte ich ja einfach viel mehr. Weil ich brauche ja diese Kreativität. Also das hat ja auch eine Überschneidung zum Design Thinking für Prototypen. Also du bist ja viel schneller, zum Beispiel die NASA. Wir kennen vielleicht alle diese riesen Teleskope, diese riesen Kameras mit den tollen Bildern. Und da gibt es, es gibt also 2 große Sachen da oben im Weltall, also neben der Raumstation und so. Es gibt einmal das Solarsegel, ja, und diesen Starshade. Dieser Starshade macht den Schatten zum Fotografieren, damit so, dann, also so, und dieser Starshade, halte ich fest, hat 9000 Quadratmeter. 1 Hektar. 10.000 Quadratmeter ist 1 Hektar. Wow. Nun wissen wir, dass so eine Rakete zwar groß ist gegenüber uns Menschen, aber bei Weitem keine 9000 Quadratmeter einfach mal so schon gar nicht ausgeklappt. Ja? Das heißt, das hat eine hohe Anwendung mittlerweile in der Industrie, in der Wirtschaft. Da wird halt geguckt, das heißt, die haben mit Origami-Technik das klein gekriegt, um es dann überhaupt transportabel fürs All zu machen. Also die Begrenzung, dass es 9000 jetzt sind, ist natürlich auch, dass die Rakete begrenzt ist, so groß das für uns, wie gesagt, als Mensch jetzt im Verhältnis ist. Aber da sind jetzt Grenzen. Also man kann, also es gibt zum Beispiel, die Universität Lausanne hat eine Drohne entwickelt und die kann man um 90, die kann man zusammenklappen oder ausklappen, da kann man dann das Paket reinmachen, um es dann zuzustellen, ja. Der Rotor ist geschützt und das ist natürlich nicht mehr die reine Origami-Technik, weil also das reine ursprüngliche Origami heißt ja ein quadratisches Blatt Papier, weder schneiden, falten, kleben, also nichts ist erlaubt. Ja? Das ist natürlich für die Industrie jetzt nicht relevant. Die nimmt sich natürlich jetzt die Teile, die sie braucht und passt die natürlich an, aber diese Grundtechnik, mit dem Falten eine Stabilität zu bekommen, die nimmt sie sich natürlich raus, beziehungsweise auch ein Volumen. Also es gibt auch, die Uni Stuttgart hat halt einen Test gemacht, da ist halt Forscher für Airbus, Flug, ich weiß auch oft, also Flugzeugbau oder sowas, und die gucken halt auch, also wie kann man den Rumpf gestalten, innen drinne halt, also klar außen glatt oder mit Haihaut oder sowas, aber innen drinne, da haben die auch Origami-Faltungen, natürlich nicht aus Papier, sondern aus Hightech-Materialien und damit können sie bis zu 40% des Gewichtes sparen. Gewicht sparen, Rattenschwanz heißt Kerosin sparen heißt und so weiter. Mhm. Ja? Das heißt, mehr Zuladung möglich. Durch das Origami haben sie halt Hohlräume, da können sie gleich Leitungen verlegen, also ein doppelter Nutzen. Ja, also es gibt mittlerweile, also es ist ja jahrhundertelang war es Basteln.
es zählt auch nicht zu, also das finde ich halt auch sehr interessant, zu den Wegen. Wir haben ja vorhin gesagt, ja, das sind Wege zur Persönlichkeitsentwicklung. Interessanterweise findet man Origami nicht in der Aufzeichnung, wenn man jetzt mal googelt. Was natürlich aus unserer heutigen Perspektive Quatsch ist. Natürlich ist es völlig egal. Ich habe ja gesagt, man kann auch stricken, häkeln, die Toilette putzen, Gemüse schnippeln. Also es ist völlig egal. Man muss da nichts Japanisches zu machen. Ja? Man kann auch irgendwas Deutsches, Europäisches machen. Hintergrund so ein bisschen ist, Papier wurde schon etwa 1.500 Jahre in Asien vor Europa entwickelt. Und deswegen sind sowohl die Taiko-Trommeln sind kein Weg, weil man kann auf allem trommeln. Ja? Also die Taiko-Trommeln sind ja heute sehr berühmt. Die haben so ein bisschen so einen Lehrer, also da kann man, da gibt es heute echt Schulen und Meister und sowas. Da verwischt das. Origami wüsste ich nicht, dass es da irgendwie echte Ausbildungen gibt, sondern man lernt das einfach voneinander, aber da hat keiner, soweit ich weiß, einen Meistertitel. Also es gibt in der Szene sozusagen quasi Meister, dazu zählt zum Beispiel der Robert Leng, der ist Physiker und macht eben für die NASA. Ja, also dann gibt es noch einen Japaner und noch einen am MIT, der Japaner ist, glaube ich, Mathematiker und der am MIT ist, glaube ich, Informatiker. Also es gibt in der Szene so ein paar Koryphäen, die das explizit machen. Das sind aber keine Lehrer in dem Sinne, sondern die machen das wirklich für diesen Zusammenhang Industrie und Forschung und wie kann ich sozusagen aus dieser Technik. Und wir wissen ja schon lange, wir kennen ja alle schon den Begriff Bionik, ja, dass wir da gucken, was können wir da rausnehmen. Ja, die Haihaut hatte ich ja schon eben auch noch erwähnt und diesen Lotus-Effekt und was da alles geht. Ja. Und das wird eben auch ganz viel, man kann soziale Sachen sehen, aber wir sehen halt auch diese Entfaltung. Ja? Wenn jetzt sozusagen im Frühling oder im Winter sehen wir kahle Äste, aber in der Knospe ist dann schon alles wieder drin. Oder auch im Samenkorn ist in der, ja, oder diese Doppelspirale, ja, das ist ja auch gedreht, gefaltet, ja. Die DNA, also unsere Herkunft, also wir haben, oder bei den Tieren, ja, die Flügel der Marienkäfer, also, oder die viele Käferarten, wenn sie dann aufmachen, ihren Panzer hochmachen, darunter sind ganz filigrane Riesenflügel, die sie dann quasi einklappen können. Ja, ich finde das total interessant. Und auch wenn du sagst, es ist kein Weg und eben kein spiritueller Weg und kein offizieller. Deswegen ist es vielleicht möglich, dass es in der Wissenschaft gebraucht werden konnte. Und es war ja früher doch Spiritualität und Wissenschaft, also absolut konträr. Ne? Und nachdem es nicht offiziell spirituell ist, konnte vielleicht das übernommen werden. Das ist einfach nur so ein Gedanke. Und ich finde es genial. Ich finde es absolut genial. Ich wusste das nicht, was du erzählt hast über die Flugzeuge und das 9.000 Hektar oder was? 9.000 Quadratmeter, fast ein Hektar. Also 10.000 Quadratmeter sind ein Hektar. Und das macht ja total Sinn, ne? Dass man das dann aufmacht. Und wir machen das im Grunde ja spontan ja auch, ne? Jeden Tag. Bloß, dass man das so... Und dann kam mir noch der Gedanke, dass das genau die Art von Innovation ist, die wir brauchen. Ja, dass die Dinge, die Kreativität aus anderen Bereichen übernommen wird von der Technik und die Technik meinetwegen in andere Bereiche übergeht. Also, aber auf kreative Art, ne? Dass dann neue Ideen kommen. Ja? Und zum Beispiel hast du ja angesprochen, weniger Kerosinverbrauch, das ist ja schon mal ein Weg. Ne? Es geht ja darum zu sehen, wie wir mit dem Klimawandel umgehen. Und dann sollte man nicht gleich 100% alles fordern, sondern mal mit den Dingen anfangen, die man machen kann und relativ einfach machen kann. Das ist gerade im Moment mein Thema, weil ich habe ja dieses Buch, ne? Und wie man dem Klimawandel begegnet. Und das sehe ich, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ein ganz wesentliches Ding. Und wir könnten auch anfangen, einfach Autos mit nur zwei
Litern Benzin laufen zu lassen, statt mit 15 oder so. Ne? Das wäre doch mal ein guter Anfang, statt gleich nach 100% und alles umschmeißen zu verlangen. Ne? Und ich komme jetzt gerade so in die Idee, die japanische Art des Denkens ist ja häufig mehr im Kleinen, nicht? Und im Wirkungsvollen, aber nicht unbedingt spektakulären. Wie siehst du das? Ja, also im Prinzip ist es so, wenn man jetzt mal nicht in die Kunst geht, sondern das Essen nimmt. Wir wissen ja, das ist klein geschnippelt. Und das ist im Prinzip pure Physik. Ich setze meine menschliche Energie ein und mache das Gemüse klein. Was zur Folge hat, wenn ich es koche, ist das Kleine natürlich schneller gar, weil es schneller sozusagen durcherhitzt ist. Ja? Ist letztendlich pure Physik. Also, und wenn ich sozusagen nicht meine körperliche Energie einsetze, meine menschliche, sondern eben einfach die Kartoffel ganz lassen würde oder den Brokkoli als Ganzes reinschmeiße ins Wasser, dann braucht er einfach länger, weil es halt ein Riesengerät ist, was dadurch gegart werden muss. Und jetzt muss man wissen, von der Geografie, Japan ist auf diesen Platten, wo die sich, das heißt sehr vulkanisch, das heißt, ich kann quasi auf der Insel kaum leben. Das heißt, die Masse der Bevölkerung lebt eigentlich am Küstenstreifen und jeder fünfte oder vierte sogar, glaube ich sogar jeder vierte mittlerweile oder mehr, lebt in dieser Ebene Tokio. Und Tokio ist ja mehr als nur die Stadt Tokio, sondern da zählt ja auch Kawasaki, Yokohama dazu. Das ist ja so wie Berlin, ja, sozusagen 1920 eingemeindet wurde, weil die ganzen Städte, was heute Stadtbezirke sind, ineinander überliefen. So ist das ja da letztendlich irgendwie auch. Das ist ja auch ineinander über die Jahre, man sieht es nicht. Also wenn man das nicht weiß, sieht man nicht mehr, dass man die Stadt verlässt, weil das ist alles für uns sozusagen alles Tokio. Das heißt, man musste jetzt Wege finden, wie kann ich schnell garen mit wenig Holz, weil die vielen Menschen, ja, und Ikebana ist ähnlich, ja. Also ich habe wenig Platz, dann haben die halt, also nicht, ja, wir machen einen Blumenstrauß aus ganz viel Material, wir haben eine riesige Verschwendung. Und die hatten eben nicht, ja, die haben ja nur wenig Platz, die wohnten ja alle sozusagen quasi auf dem Haufen, umgangssprachlich formuliert. So, und wollten ja trotzdem schön, und dann haben die halt ein paar Zweige aus der Natur genommen als Hauptlinien, ja, weil ein Ikebana stellt den Kosmos dar und ist eine eigene Sprache letztendlich und eine Blüte oder zwei oder drei, ja, also wenig im Verhältnis und dann effektvoll, und damit kann ich was tun, ja? Also ich bin hier verrufen bei den Blumenläden, die gucken mich immer alle schief an, wenn ich einkaufe, weil ich entweder so wenig kaufe oder eine Mischung habe, nach dem Motto, wie bescheuert ist diese Frau, das kann man doch gar nicht zusammen machen. Ich mache es ja auch nicht zusammen. Ja, und dann lasse ich das nicht abschneiden, die wollen mir das alle dann gleich schneiden, sage ich, nein, lassen Sie mir einfach nur einpacken, ich mache schon. Ja? Und ich habe auch mal eine Vorführung gemacht, es gibt ja verschiedene Ikebana-Schulen, von ganz klassisch bis modern, und dann haben die Mädels zu mir gesagt, du mach mal jetzt was Modernes als Kontrast. So. Und dann war das Februar oder so, dachte ich, ach du meine Güte, ich bin gerade nach Berlin gezogen und hatte das überhaupt noch nicht ausgepackt, mein ganzes Ikebana-Zeug, und dachte, was mache ich denn jetzt? Ich muss eine Vorführung machen. 300 Leute haben sich angekündigt. So. Und dann habe ich einfach, was kriegt man im Februar? An jeder Supermarktkasse kriegt man 10 Tulpen. Für einen Apfel und ein Ei. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich soll was machen, damit die Leute auch das Gefühl haben, das nachzumachen. Und das ist halt dann die Kunst. Habe ich gemacht. Ich habe 5 Arrangements gemacht. Ich habe geschummelt. Ich habe 11 Blüten dann gebraucht, nicht die 10. Ich habe natürlich mehr gekauft, ist ja klar, weil ich auch als Kontrast gesagt habe, hier die Vase meiner Oma. So habe ich, ja, so würden wir die 10 Tulpen arrangieren. Und dann habe ich 5 kleine Arrangements gemacht, die dann so aussahen, als ob ich das mal einfach so machen kann. Und dann habe ich Jahre später eine Frau getroffen und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen, und hat die von dieser Vorführung erzählt.
hat mich aber nicht erkannt, was auch Absicht ist. Ich habe extra 2 Kleider nähen lassen, schwarz, mit Armen, Stehkragen, damit ich sozusagen als Mensch nicht zu sehen bin, sondern ja, nicht, dass erotische Gedanken kommen und man ganz woanders ist, sondern in ganz geschlossene, biedere Kleider, ganz zurückgenommen, damit eben die Blume wirkt, das Arrangement. Und so war es auch. Die Frau hat mich überhaupt nicht, kam überhaupt nicht auf die Idee, war nur verwundert, dass ich genau wusste, wovon sie redet. Und hat dann völlig deprimiert gesagt, sie konnte das nicht nachmachen. Sie konnte das nicht nachmachen. Das sah so einfach aus, was die Frau da vorne gemacht hat. Sie konnte es nicht nachmachen. Und das ist halt dann die Kunst, es sozusagen zu machen, so darzustellen, ohne die Leichtigkeit rüberzubringen. Und doch ist es halt ja Professionalität, die dahinter steckt, die man eben nicht einfach mal so kopieren kann. Ja. Ja, und außerdem auch der Unterschied im Geschmack, ne? Also wir wollen ja immer so dicke Blumensträuße, die so üppig und so. Und dann kann man das ja auch gar nicht sehen. Und ich habe gerade den Gedanken gehabt, vielleicht ist das ja auch, wäre das ein Lehrweg von diesem Überfluss- und Verschwendungsgewohnheit, in der wir stecken, ein bisschen wegzukommen und die Schönheit und Usefulness, die Nützlichkeit von bescheidenen, ich will es nicht mal bescheiden nennen, das klingt ja gleich wieder negativ, aber von durchsichtigen, aber nur das Wesentliche verwenden und daraus was machen, statt dann überall groß, ich bin ja da ein Künstler drin, ja, überall, also ganz viel und aus dem Vollen zu schöpfen, also das wäre für mich sicher ein guter Weg. Wie siehst du das? Wäre das auch in der Gesellschaft zum Beispiel, wenn man das ein bisschen mehr propagieren könnte, die japanische Art, die sich dadurch ausdrückt, was du machst? Ich würde heute sagen, man kann es nicht 1:1 kopieren, weil als das alles entstanden, wenn wir jetzt mal Spiral Dynamics im Hintergrund in unserem Gehirn laufen lassen, ist das ja in einer Zeit entstanden, wo die in einer ganz anderen Stufe waren. Es ist schon eine Ganzheitlichkeit. Also ich gehe mal nochmal, mache nochmal einen Nebenzweig auf. Also alle japanischen Künste sind auf dem Festland entwickelt worden, die Grundzüge. Also der Buddhismus halt, kommt letztendlich aus Indien, die Keramiksachen aus Korea. Ja? Also deswegen sage ich immer vom Festland. Die waren über die Jahrhunderte von ihrer Insel immer mal wieder runter und haben mal geguckt, was ist da so los. Und haben sich das dann so, also das können sie halt, das haben sie auch im letzten Jahrhundert gemacht, ja. Wer hat die Grundlagenforschung für das Faxgerät gemacht? Ein Max-Planck-Institut in Deutschland. Wer hat das Faxgerät letztendlich in die Breite geschmissen und perfektioniert? Der Japaner. Ja, also nicht nur vor Hunderten von Jahren mit den Künsten, sondern eben selbst heute noch, ja. Also dahinter ist natürlich eine Metakompetenz, die Japaner haben. Ich sage immer, also und das ist hochgenial, finde ich, weil man muss wissen, das war was Elitäres. Deswegen, das haben wir vorhin nicht zu Ende ausgeführt, deswegen sind ja die Taiko-Trommeln und das Origami keine dieser, gehört das nicht zu diesen exklusiven Künsten, die ein Do sind, weil sie eben nicht exklusiv mehr waren, weil das Volk es gemacht hat. Man muss wissen, wir beide hätten vor 100 Jahren keinen Ikebana machen können, weil wir sind Frauen. Ja, also es sei denn, wir wären die Prinzessin gewesen. Dann hätten wir eine Chance gehabt. Ja, also okay. Die Prinzessin vom Kaiserhaus, die durfte dann auch schon vor 100 Jahren Ikebana lernen. Ansonsten hat das halt die Mönche, aber auch nicht der 0815 Mönch von wegen, ja. Also das waren dann schon die Elite-Mönche, ja, also wir würden sagen, der Abt heute, ja, bei uns in unserer Sprache, der das dann machen durfte, oder eben genau der Kaiser, und was wer durfte nachher, die Samurais, die sind sehr berühmt, und zur Ausbildung eines Samurais gehörten natürlich Aikido, Judo, da ist überall das Do, also diese Kampfsporttechniken, da gibt es ja auch diverse, ja. Und neben der körperlichen Fitness haben sie sich immer mit den Künsten beschäftigt. Da gibt es eben diverse und dann hat man sich 1-2 ausgesucht
Und sehr schön, der Hintergrund, warum das ein Samurai gemacht hat, kann man sich einfach mal ganz gemütlich in einem Filmabend angucken. Guckt euch einfach mal aus den 80er Jahren Karate Kid an. Gibt es 4 Teile. Ich empfehle den ersten und den letzten. Die ersten 3 Teile sind mit einem Jungen und der vierte ist die Hauptdarstellerin, ein Mädchen. Also von daher, wenn ihr nicht alles gucken könnt zeitlich, weil der Winter kommt ja wieder, aber die 2 Teile auf jeden Fall. Und da ist es total toll gegenübergestellt. Ein Vietnam-Veteran lernt sozusagen le oder lehrt eben Judo, nee, Karate. Also Karate geht es da, also Karate Kid heißt das ja nicht umsonst, der Film. Also er lehrt Karate in einem Dojo ganz klassisch mit Kampf und ja, Kämpfen, bis das Blut kommt, so ungefähr. Und der Gegenpart ist der japanische Fischersohn, Mr. Miyagi, der jetzt, also alles spielt in den USA, ja, also Hollywood lässt grüßen. Love Story ist natürlich auch bei, darf nicht fehlen. Alles wird bedient. Und der ist da in den USA jetzt, kommt aus Okinawa und ist Hausmeister und ist da zuständig für so einen, ja, Wohnblock und macht da, hat so eine Hausmeisterwohnung und macht da Bonsai. Ja, und dann zieht da eben Daniel San mit seiner Mutter ein, die hat da einen Job bekommen und dann muss er, irgendwas ist in der Wohnung und dann muss er da machen und muss halt zum Hausmeister und dann kommt er mit den Jungs da irgendwie in Kontakt wegen dem Mädchen, so kommt ein Kampf. Also muss er jetzt, und dann sagt Mr. Miyagi, also der Kampf wird jetzt nicht irgendwie unfair ausgetragen, es ist angekündigt in ein paar Monaten ein Karate-Wettkampf. Und er muss, da wird der Kampf ganz offiziell jetzt ausgetragen zwischen den Jugendlichen. Ja? Und dann sieht man halt das Dojo, da wird gekämpft und gemacht, also wirklich. Und der Daniel muss dann halt, Mr. Miyagi sagt dann, er muss Autos polieren. Autos, also habt ihr richtig verstanden, also nicht eins, sondern er hat da irgendwie ein paar Oldtimer gesammelt, der muss da irgendwie 20. Dann hat er irgendwo ein Grundstück und baut sich einen japanischen Garten mit ewig langen Holzwegen, baut sich einen Zaun, baut sich, und Daniel San muss dann polieren, streichen, schleifen, also arbeiten. Und fühlt sich irgendwann ausgenutzt. Und man merkt das im Film, ja, wie er schon so, die Stimmung so, ja, und dann sagt Mr. Miyagi, Daniel, mach mal diese einzelnen Bewegungen. Der durfte natürlich nicht irgendwie polieren und irgendwie streichen, sondern nach Vorgabe. Und dann sagt er so, und dann ist er, das waren im Prinzip alles Karatebewegungen. Und dann ist er mit der Gegend, hat er gesagt, mach mal nur die Bewegung ohne den Pinsel oder ohne das, ja, sagt er so, und ich gehe jetzt rein. Ja, also natürlich ein bisschen besser, flüssiger dargestellt. Und dann sieht man halt, dass der mit diesen ganzen sinnvollen Sachen, ja, der hat einen tollen japanischen Garten da gebaut mit dem Mr. Miyagi gestrichen, dass da was Wunderschönes rauskommt und trotzdem noch die Fähigkeit, Karate zu können. Ja, also es geht nicht darum, dass man einen schönen Hightech-Seminarraum hat, der wie ein Krankenhaus aussieht, sondern also Sinn und Zweck dieser japanischen Künste, um wieder zurückzukommen, ist eben, dass ich auf schöne Art und Weise meine Fähigkeiten, die der Samurai auf dem Schlachtfeld braucht, auf eine schöne Art und Weise permanent übe. Ja, ich habe ja nicht überall den Kriegszustand, aber ich kann überall die Blume, überall, ja, die Teezeremonie gehört dazu. Und, ja, was wir so kennen, das Nottheater, die Kalligraphie, die Tuschmalerei, also all diese Künste. Und ja, ich übe damit letztendlich, klar, je nach Kunst, es sind so Schwerpunkte, ganz klar, aber letztendlich übe ich das. Wahnsinn, das habe ich ja nie dran gedacht, dass man einen Alltag verwenden könnte mit bestimmten Bewegungen, nicht so zufällige Bewegungen, wie wir es ja normal immer machen, ja, sondern die erstmal gelernte Bewegung und dass man dann das benutzen könnte für sich vorbereiten auf etwas, was möglicherweise kommt, ne? Und dann ist man vorbereitet. Das passt so gut jetzt in das Weltbild, ne? Finde ich. Also in die Weltsituation, wo wir eigentlich unvorbereitet sind und wo wir so viel Gelegenheit hätten, das zu tun. Das ist ja echt spannend. Total spannend.
Und auch ganz süß im letzten Teil, das Mädchen ist halt, wird sehr männlich dargestellt und dann soll es tanzen, ist ein Abschlussball. Und tanzen ist ja was Komisches und das passt zu der halt nicht, ja. Also, und dann nimmt Mr. Miyagi Karate-Sachen und baut das sozusagen in einen ja, Karate-Ablauf ein, damit sie den Walzer lernt. Also man kann es auch so rummachen. Das ist so, also wie gesagt, der Winter kommt, ich finde sie süß, ich gucke sie halt immer wieder, weil ich finde die, also da ist so viel drinne. Ich gucke die, glaube ich, heute natürlich mit anderen Augen, als ich sie das erste Mal in 80er Jahren, da war ich ja selber Kind, Teenager, da war das halt die Love Story, die mich interessiert hat, ja, und heute gucke ich natürlich mit ganz anderen Augen und ich finde sie irre, was da alles drinne steckt, fantastisch. Gibt es da einen Link dazu? Kann man das auf YouTube oder irgendwo sehen oder muss man dann Kino haben? Weiß ich nicht. Ich habe die DVDs hier und ich habe auch noch ein altes Laptop mit einem Schlitz, wo ich die DVDs dann ab und zu mal reinstecken kann. Kann ich nicht sagen. Ich meine, die sind jetzt ja schon alt. Es gibt auch eine neue Version mit China und in den, glaube ich, wann war die? 19 oder Anfang der 2000er ist die, glaube ich, gedreht worden. Ja. Also die habe ich nicht, muss man mal gucken. Also ich habe halt das Vierer-Set DVD, weil für mich hatte sich das gelohnt und ja. Schön. Muss man mal gucken. Ja, das ist toll. Ich habe wieder viel gelernt und das ist ja eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich immer mit Leuten spreche, weil ich was lernen möchte. Vielleicht manche Leute sagen, ich kann mich nicht festlegen auf irgendwas und ich in meiner Kindheit, dass ich mich zerflettere überall, ne? Und so. Aber heutzutage, auch nachdem ich Integral kennengelernt habe, ich gedacht, naja, es braucht auch Menschen, die eine größere Sicht haben und das dann alles zusammenbringen. Und insofern muss ich mich nicht mehr schelten, dass ich kein Expert bin in irgendwas, sondern einiges ganz gut kann und vieles nicht weiß und auf die Art und Weise was dazu lernen kann. Finde ich ganz toll. Ich danke dir, dass du das hier so wunderbar rübergebracht hast und bringst du das auch den Leuten bei? Naja, würde ich. Ich mache ab und zu mal Vorträge. Ich habe hier im Hilton schon zwei, dreimal gefaltet mit Managern zum Gentleman's Dinner oder zur Manager Lounge und sowas. Ich war auch schon in der Uni, habe da für den VDI hatte da eine Veranstaltung organisiert. Einmal Ikebana gemacht, was hat das mit Leadership zu tun oder Origami, Innovation und Management, ja, also, weil mit dem Papier kann ich ja ganz einfach Prototypen machen, das geht ja viel schneller, als wenn ich da aus irgendwelchen Hightech und so weiter, und dann sehe ich viel schneller, wenn ich aus Papier mir eine Idee verschaffe, könnte das was sein oder nicht, ja, also das mache ich immer wieder, ich bin jetzt direkt am Wochenende, also ja, was haben wir heute? 9. September nehmen wir das gerade auf. Mhm. Und jetzt am 12.13. bin ich im Fez. Fez ist aus sozusagen DDR-Zeiten das Pionierzentrum. Das wurde erhalten. Das ist ein riesen Eldorado für Kinder. Also ich weiß es nur vom Hören sagen. Da gibt es eine Parkeisenbahn, da kann man alle möglichen Sachen, da gibt es sozusagen, es gab ja den Palast der Republik, der weltberühmt war, als Erichs Lampenladen, und es gibt dort einen Kinderpalast. Also das ist, sie haben da eigenes Theater und die haben jetzt ein Mitweltfestival, ein Nachhaltigkeitsfestival und haben mich eingeladen, dort eben diese Fische und das passend zu meiner Ausstellung, die Natur sozusagen zu falten. Das heißt, da bin ich jetzt zu sehen. Das ist das eine. Und also ich sag mal, ich werde ab und zu mal angefragt. Ich gebe jetzt keinen klassischen Unterricht, dass ich sozusagen einmal die Woche oder regelmäßig irgendwas mache. Das nicht. Mhm. Also ja. Wie hast du eine Website oder wie kann man dich erreichen? RamonaBecker.org. Okay, gut. Einfach fragen, da ist gar nicht alles drauf. Also Origami ist da, glaube ich, überhaupt, naja, das, wenn man ganz doll hinguckt, findet man was. Aber ja, einfach fragen und machen, weil so eine Webseite ist wieder eine eigene Kompetenz und ein Zeitfresser ohne Ende. Das ist wieder die Sache, ja, warum habe ich keinen Fernseher, weil mir keiner die Zeit dazu verkauft.
Die Webseite ist ja rein Wahnsinn. Sozusagen, die Domain ist ja einfach zu kriegen, aber Leben zu erwecken, ist sozusagen schon wieder ein Zeitfresser und eine eigene Kompetenz. Ja, und es ist also almost a full-time job, ja, also das ist ziemlich viel, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ja, gut, dann kann man dich wenigstens erreichen. Und hast du es nicht irgendwas auch im November? Ja, diese Ausstellung mit den Fischen, die heißt Neptun und Undine, die ist jetzt, die haben wir jetzt verlängert. Die läuft bis Mitte November. Dann haben wir am 17. November eine Querdenker-Lounge. Also ich mache das wie du, Heidi, also jetzt nicht virtuell. Ich habe eine Veranstaltungsserie, wo ich die Menschen face-to-face einlade, um und auch die Referenten, um zu lernen. Auf der einen Seite mir das Wissen zu holen, auf der anderen Seite Leute dann zu verbinden. Mhm. Und an dem Samstag, an dem 21. ist Abbau-Aufbau-Party. Das heißt, wir machen die Fische ab und werden einen Sternenhimmel installieren. Wo ist das? Planetenbahn in Berlin, Leipziger Straße 112. Das ist sozusagen direkt gegenüber dem Museum für Kommunikation. Und das passt ja gut. Der Atlas, die Welt guckt sozusagen, der steht ja auf dem Museum, ja, und hält die Welt und der guckt sozusagen quasi in die Ausstellung rein und deswegen passen die Götternamen und die Themen und abends ist dann so eine interne Vernissage und wahrscheinlich wird es eine offizielle Finissage dann nächstes Jahr geben im Bereich des chinesischen oder asiatischen Neujahrfestes. Also irgendwann dann so Mitte Februar. Okay, und das ist dann wahrscheinlich auf deiner Website oder wie machst du das dann bekannt? Ja, also momentan ist noch der Flyer von der aktuellen Ausstellung. Das heißt, wir müssen jetzt neue Flyer produzieren und das ist jetzt alles so, kommt jetzt so sukzessive. Okay, super. Genau. Also können wir dann ja auch noch verlinken, das können wir dann ja, ja. Ja, ich kann das auch mit in die Website, in meine Webseite, wo ich ja auch ordentlich viel Zeit drauf verwende, mit hineintun. Aber ich sehe das wie so eine Art Sammlung von Wissen. Ja? Ich meine, wir heißen ja The Wisdom Factory. Wissen ist nicht unbedingt Wisdom, aber aus Wissen kann sich Wisdom ergeben, nicht? Indem man das Wissen zusammensammelt und dann Verbindungen herstellt und interpretiert und so weiter. Daraus können sich weise Entscheidungen möglicherweise ergeben. Also ich fand es spannend. Ich habe das ja also gelernt und so ab Mitte 30 habe ich gemerkt, ich bin in der Lage, die Sachen zu verbinden. Das fand ich spannend. Vorher, bis zum gewissen Grad, kann man natürlich, lernt man in der Schule Sachen zu verbinden oder irgendwie so im täglichen Leben, aber diese eigentliche Qualität, die hat sich erst dann so mit Mitte 30 angefangen zu entwickeln, wo ich dann langsam verstehe, warum ich so vielfältig unterwegs bin, weil vorher, ja, waren das also Einzelteile, es hat Spaß gemacht. Ich brauche eben nicht nur Butter und Brot, um satt zu werden, sondern ich brauche auch Nahrung da oben. Also habe ich das immer alles gelernt, aber ich sag mal quasi scheinbar ohne Sinn und Verstand. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, oder ich sag immer salopp, ich habe mit Ikebana ein zweites Mal sehen gelernt. Mhm, ja. Also sehen halt in dieser Ganzheit, in dieser Komplexität, in dieser Verbundenheit. Und für mich ist dieses, also muss ja jetzt alles immer systemisch sein. Und für mich ist systemisch eigentlich zu kurz. Das ist schon nett, besser als das, was vorher war, ja. Ich habe dann auch ein Zertifikat gemacht, weil wir sind ja in Deutschland, da muss man ja immer ja, sein Zertifikat zeigen, weil sonst kann man es ja nicht, ja. Mhm. Gut, also habe ich das dann gemacht, zwangsweise. Aber rein aus dem, was ich verstanden habe, für mich ist systemisch immer noch viel zu kurz gegriffen. Weil mit systemisch ist ja nicht die Systemtheorie gemeint und alles. Das ist ja nochmal eine andere Ebene. Dann sind wir ja schon nochmal wieder auch woanders. Deswegen spreche ich meist von Ganzheitlichkeit, weil ganzheitliche Medizin, ja, und so. Also mal gucken, was es dann für Begriffe dann vielleicht in der Zukunft gibt. Aber systemisch ist definitiv noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ist, ja, ich glaube, da, ich habe letzthin auch einige Sachen gehört, wo ich auch daran zweifelte.
Aber eigentlich wollte ich noch was sagen, aber jetzt ist es mir entfallen. Ist ja auch wurscht, wir haben genug gelabert. Aber ich finde es ganz, ganz schön. Und ah ja, jetzt fällt es mir ein, diese Fähigkeit, das zusammenzubringen, ne? Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, ich habe auch Interviews mit Marion Lockert gehabt über die Archetypen der Seele. Und das scheint eine besondere, zum Beispiel deine Seelenrolle, da scheint sowas angelegt zu sein, dass du den Überblick hast und das zusammen. Das heißt, manche Leute kommen mit diesem, sagen wir mal, Aufgabe auf die Welt und manche eben nicht, ne? Und das heißt nicht, dass jeder, der mit der Aufgabe auf die Welt kommt, es dann auch macht. Aber mir geht es genauso wie dir. Ich habe es auch irgendwann entdeckt. Und ich dachte immer, ich mache mal das und dann mache ich das und dann das und dann das und irgendwie. Hä? Und bis ich es dann, und durch diese Seelenmatrix-Geschichte habe ich das noch mehr akzeptieren gelernt, dass es eben so ist, dass meine Rolle so ist, die Dinge zu sehen und zu verbinden. Und auch, ich bin auch ein Realist, also dass ich die auf eine realistische Ebene bringe und nicht irgendwo abdüse. Ne? Aber jetzt reicht's. Wir könnten noch ewig, mit dir könnte ich ewig reden, aber nachdem wir auch Zuschauer dann da sind, die sind wahrscheinlich schon längst abgesprungen. Wer es geschafft hat, meldet euch. Und wenn ihr zum Beispiel mitkommen wollt, mitmachen wollt beim Frauenkreis, dann meldet euch bei mir. Wenn ihr Ikebana oder auch Origami ein bisschen mehr davon erfahren wollt, dann meldet euch bei Ramona. Okay? Dann bis bald. Und thewisdomfactory.net, da findet ihr Unmengen. Viel auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Okay, bis bald.